Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. Ovo je prvi deo video lekcije u kojem ćemo se baviti nekim svakodnevnim stvarima. Znači, polazimo od toga kada dolazimo u kući, šta se dešava, otvaram vrata, ulazim, presočim se i tako dalje. Doći ćemo do kuhinje, do dela kuvanja ručka. U narednom video lekciji ćemo se baviti kuvanjem, pravit ćemo tomaten sosa i postavljat ćemo sto i tako dalje. Dakle, u nekoliko delova će biti ova video lekcija koja se tiče neke svakodnevnice. Tako da nadam se da će vam koristiti i krećemo odmah. Also, broj 1. Ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Naravno, u prevodu dolazim kući. Ich komme, pazite na predlog, nach Hause. Ne zu Hause, zu Hause, znači već sam kod kuće. Ich komme nach Hause, dolazim kući. Ich komme nach Hause. Ich wohne im ersten Stock. Živim na prvom spratu. Ich wohne im ersten Stock. Also, ich komme nach Hause. Dolazim do zgrade, da kažemo. Živim na prvom spratu. Ich wohne im ersten, zweiten, dritten Stock. Oder im Erdgeschoss u prizemlju. Im ersten Stock. Na prvom spratu. Ich komme nach Hause. Ich wohne im ersten Stock. Inači moram da se popnem. Ich gehe die Treppe hoch. Bukvalno idem stepenicama gore. Ich gehe die Treppe hoch. Ich gehe die Treppe hoch. Ich gehe die Treppe hoch. Idem stepenicama gore. Ich gehe die Treppe hoch. Šta dalje radim? Ich hole die Schlüssel aus meiner Tasche. Ich hole die Schlüssel aus meiner Tasche. Ovde može biti iz torbe ili iz džepa. Die Tasche je torbe, die Tasche je džep. Also, ich hole die Schlüssel aus meiner Tasche. Ich hole die Schlüssel aus meiner Tasche. Pazite na ovo R, dakle dativ, ženski rod. Uzimam ključeve iz moje torbe. Ich hole die Schlüssel aus meiner Tasche. U ovom slučaju koristila sam glagol holen, nehmen, uzimam. Dalje, ich schiebe die Schlüssel in das Schlüsselloch. Schlüsselloch. Ich schiebe die Schlüssel in das Schlüsselloch. Znači, bukvalno guram ključ. Ubravo. Wohin schiebst du die Schlüssel? Ich schiebe die Schlüssel in das Schlüsselloch. Loch je rupa. Ključ za rupu. I glagol schieben. Ich schiebe die Schlüssel in das Schlüsselloch. Ich drehe die Schlüssel. Okrećem ključ. Ich drehe die Schlüssel. Ich drehe die Schlüssel. Und ich öffne die Tür meiner Wohnung. Ich öffne die Tür meiner Wohnung. Otvaram vrata svog stana. Ich öffne die Tür meiner Wohnung. Dakle, da vidimo šta smo uradili. Ich komme nach Hause. Ich wohne im ersten Stock. Ich gehe die Treppe hoch. Ich hole die Schlüssel aus der Tasche, aus meiner Tasche. Ich schiebe die Schlüssel in das Schlüsselloch. Ich drehe die Schlüssel und ich öffne die Tür meiner Wohnung. Dobro. Kad smo sve to lepo savladali, idemo dalje, otvaramo. Otvorili smo vrata i ulazimo. Znači, ich trete ein. Ili ich gehe hinein. Eintreten. Hineingehen. U prevodu ulazim. Ich trete ein. Ich gehe hinein. Dakle, ulazim u stan. Ich trete ein. Ich gehe hinein. Ich ziehe
meine Schuhe und meine Jacke aus. Dakle, ausziehen, skinuti, ausziehen, was ziehst du aus, šta skidaš, ich ziehe meine Schuhe aus und ich ziehe meine Jacke aus. Ich ziehe meine Schuhe und meine Jacke aus. Ich ziehe meine Schuhe und meine Jacke aus. Ponovite. Jacke aus. Okay. Und ja sam im flua, u hodniku sam. Možemo da dodamo. Im flua. Im Flur werfe ich einen Blick in den Spiegel. Im Flur werfe ich einen Blick in den Spiegel. U hodniku bacim pogled u ogledalo. Im Flur werfe ich bacim einen Blick pogled in den Spiegel. Es gibt einen Spiegel im Flur. Und ich werfe einen Blick in den Spiegel. O akusativ, wohin? In den Spiegel. Ich werfe einen Blick in den Spiegel. Die Jacke hänge ich in die Garderobe. Znači, kačim, okačim jaknu in die Garderobe, zapravo nećemo reći u garderobi, mi nego u kačim jaknu u ormar. Ich hänge die Jacke wohin in die Garderobe. U akuzativu. Wohin hängst du die Jacke? Ich hänge die Jacke in die Garderobe. Und die Schuhe lege ich in den Schuhkasten. Šukasten, u odeljak za cipele, u deo za cipele, kutiju za cipele, kako god. Šukasten. Die Schuhe lege ich in den Schuhkasten. Die Schuhe lege ich in die Schuhkasten und die Schlüssel lege ich in den Schlüsselkorb. Die Schlüssel lege ich in den Schlüsselkorb. Okay. U korpu za kljuteve. Korpicu. Znači sve je bilo sa legen. Ich lege die Schlüssel, ich lege die Schuhe und ich hänge die Jacke. Znači okačim jaknu, ich hänge die Jacke. Stavljam cipele, ich lege die Schuhe. Stavljam ključeve, ich lege die Schlüssel. Wohin legst du die Schlüssel? Ich lege die Schlüssel in den Schlüsselkorb. In den Schlüsselkorb. I još torba mi je ostala, die Tasche stelle ich in den Schrank. Oder die Tasche hänge ich an den Kleiderhaken. Znači, ich stelle die Tasche in den Schrank. Stavljam torbu u ormar. Oder ich hänge die Tasche an den Kleiderhaken. Dakle, okačim torbu na, kako se to zove, ono ovako, Kleidak Haker, na čevilog. Ich stelle die Tasche in den Schrank oder ich hänge die Tasche an den Kleiderhaken. Und ich ziehe mir meine Hausschuhe an. Oblačim, odnačno obuvam, izvinjam se. Obuvam papuče. Ich ziehe mir meine Hausschuhe an. Dakle, u nemačkom isto reč. Anziehen, izobuvati i oblačiti. Ich ziehe mir meine Hausschuhe an. Dakle, ajmo se vratimo da imamo šta se dešavalo kad smo ušli. Ich trete ein. Ich gehe hinein. Ich ziehe meine Schuhe und meine Jacke aus. Im Flur werfe ich einen Blick in den Spiegel.
Die Jacke hänge ich in die Garderobe. Die Schuhe lege ich in den Schuhkasten. Die Schlüssel lege ich in den Schlüsselkorb. Die Tasche stelle ich in den Schrank oder hänge ich an den Kleiderhaken. Ich ziehe mir meine Hausschuhe an. Okay, dann zuerst gehe ich auf die Toilette und wasche meine Hände. Znači, prvo idem u toalet, u kupatilo i perem ruke. Zuerst gehe ich auf die Toilette und dann wasche ich mir meine Hände. Ich wasche mir meine Hände. Ich wasche meine Hände wo? Im Waschbecken. Ich wasche meine Hände im Waschbecken. Ich wasche meine Hände im Waschbecken. Waschbecken. Ich nehme die Seife. Ich nehme die Seife. Ich wasche meine Hände gründlich und ich spüle sie mit Wasser ab. Ich nehme die Seife. Muss ich mal sagen. Wasche meine Hände. Perem ruke. Gründlich. Detaljno. Und spüle sie. I ispiram ih mit Wasser ab. Also, ich nehme die Seife, ich wasche meine Hände gründlich und dann spüle ich die Hände mit Wasser ab. Dakle, abspülen. Kao geschirra spülen. Ich nehme die Seife, wasche meine Hände gründlich und spüle sie mit Wasser ab. Dann, ich nehme ein Handtuch und trockne meine Hände. Ich nehme ein Handtuch. Uzimam peškir. Handtuch. Und trockne meine Hände. I sušim ruke. Ich nehme ein Handtuch und ich trockne meine Hände. Trockne. Ich schaue noch einmal in den Spiegel und ich richte meine Haare. Ich schaue noch einmal. Pogledam još jednom in den Spiegel. U ogledalu. Ich richte meine Haare. Sredim kosu. Oh, ich richte meine Haare. Ich schaue noch einmal in den Spiegel und dann ich richte meine Haare. Ich richte meine Haare. Okay, zatim, dok sam već u kupatilu, da još nešto uradim, ich nehme die schmutzige Wäsche und ich gebe das Waschmittel in die Waschmaschine. Räume die Waschmaschine. Ich nehme die schmutzige Wäsche. Gebe das Waschmittel in die Waschmaschine. Sipam prašak u mašinu za veš. I ich räume die Waschmaschine ein. Znači, einräumen je zapravo stavljati nešto i stavljati veš u mašinu. Einräumen. Also, ich nehme die schmutzige Wäsche, ich gebe das Waschmittel in die Waschmaschine und ich räume die Waschmaschine ein. Ich nehme die schmutzige Wäsche, ich gebe das Waschmittel in die Waschmaschine und dann ich räume die Waschmaschine ein. Ich schalte das Programm ein und ich gehe aus dem Badezimmer. Ich schalte das Programm ein, natürlich uključim program za pranje i izlazim iz kupatila. Ich schalte das Programm ein und ich gehe aus dem Badezimmer. Ich gehe aus dem Badezimmer, nachdem ich das Programm eingeschaltet habe. Jetzt gehe ich in die Küche. Dobro, sad ćemo se vratiti pre kuhinje, da imamo što je bilo s kupatilom još jednom.
Dakle, zuerst gehe ich auf die Toilette und ich wasche meine Hände. Ich wasche meine Hände im Waschbecken. Ich nehme die Seife, ich wasche meine Hände gründlich und spüle sie mit Wasser ab. Ich nehme ein Handtuch und trockne meine Hände. Ich schaue noch einmal in den Spiegel und ich richte meine Haare. Ich nehme die schmutzige Wäsche, ich gebe das Waschmittel in die Waschmaschine und ich räume die Waschmaschine ein. Ich schalte das Programm ein und ich gehe aus dem Badezimmer. Dann gehe ich in die Küche. Sada idem u kuhinju. Jetzt gehe ich in die Küche. Ich nehme eine Wasserflasche und fülle mein Glas. Ich nehme eine Wasserflasche, muss ich mal Flasche, mit Wasser, und ich fülle mein Glas. Ich pune in svoju čašu. Ich nehme eine Wasserflasche und ich fülle mein Glas. Ich trinke kein Wasser aus dem Wasserhahn. Ne pijem, ich trinke kein Wasser iz česme. Ich trinke kein Wasser aus dem Wasserhahn. Ich trinke kein Wasser aus dem Wasserhahn, sondern aus der Wasserflasche. Ich trinke das Glas aus und ich lege das Glas in dem Waschbecken, um es abzuspülen. Ich trinke das Glas aus, ich spiele Flasche Wasser. Ich lege das Glas in dem Waschbecken. Stavljam čašu u sudoperu. Um es abzuspülen, da bih ne oprala. Ich trinke das Glas aus. Ich lege das Glas in dem Waschbecken und um es abzuspülen. Waschbecken oder Spülbecken. Ich öffne den Wasserhahn und ich spüle das Glas ab. Ich öffne den Wasserhahn, ich spüle das Glas ab. Ich öffne den Wasserhahn, otvaram česmu, ich spüle etwas ab. Ich spüle das Geschirr ab, berem sudove. Ich spüle das Glas ab, berem čašu. Dann ich öffne den Kühlschrank und ich werfe einen Blick hinein, um zu sehen, was ich zum Mittagessen vorbereiten könnte. Ich öffne den Kühlschrank. Otvaram frižider. Ich werfe einen Blick hinein. Bacam pogled unutra, um zu sehen, da vidim. Was ich zum Mittagessen vorbereiten könnte, šta bih mogao, mogla da pripremim za ručak. Also, ich öffne den Kühlschrank, ich werfe einen Blick hinein, um zu sehen, was ich zum Mittagessen vorbereiten könnte. Ich öffne den Kühlschrank. Ich werfe einen Blick hinein, um zu sehen, was ich zum Mittagessen vorbereiten könnte. Ponovite ovo. Ich, um, was, könnte. Im Kühlschrank haben wir Butter, Salat, Eier, Milch, Käse, Aufschnitt, Gemüse, Zucchini, Aubergine, Tomaten, Karotten, Zwiebeln, Weißwein, Joghurt, Saft, Fleisch, Würstchen und so weiter. Der Kühlschrank ist voll. Im Kühlschrank haben wir natürlich Butter, Salat, Eier, Milch, Käse, Sir, Aufschnitt, Salami, Gemüse, Povrće, Zucchini, Tikvice, Aubergine, Plavi patlidžan, Tomaten, Karoten, Zwiebeln, Zaniluk, Weißwein, Joghurt, Saft, Fleisch und Würstchen. Und dann, ich fange das Kochen an.